So, meine Lieben, es geht weiter. Wir haben noch eine Teilnehmerin aus der Bikini-Klasse. Ach nee, ist ja der Carsten. So, unser lieber Carsten. Wenn ich den Carsten hier sehe, dann fehlen mir fast die Worte, weil wir zwei begleiten uns gegenseitig, glaube ich, seit 15 Jahren zu Meisterschaften und machen unsere Arbeit für Body Extreme. Herr Carsten, den hat irgendwann in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht sogar schon vor 1-2 Jahren, ich weiß es, vielleicht auch inspiriert durch mich und durch meine Form, die ich in manchen Jahren gebracht habe, der Ehrgeiz gepackt. Und ich habe gewusst, der Carsten hat ein Riesenpaket und hat schon immer riesengroße Muskeln. Und ich habe ihn auch immer versucht, irgendwo zu motivieren. Dann kam letztes Jahr die erste Vorbereitung, Abbruch. Da ging es dir, glaube ich, gesundheitlich Grippe. Nicht so gut, Grippe. Drei Wochen. Und der Horsti hat gesagt, Horsti hat natürlich gesagt, Dicker, deine Ausreden waren auch schon mal gut, aber oder besser. Aber dieses Jahr hast du es gepackt, Dicker. Und wirst von Wettkampf zu Wettkampf besser. Ich habe dich live gesehen auf der Masters und ich war beeindruckt von deinem Posing. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein schönes Posing gesehen seit den 80er Jahren. Gladiator habe ich selber schon drauf gepostet. Ich habe im Publikum gesessen und habe fast Gänsehaut gehabt und fast das Heulen angefangen. So beeindruckend war das. Also ich muss dir von meiner Seite her als Kumpel, als Freund einfach mal sagen, Respekt vor der Leistung, die du gebracht hast. Für mich bist du schon der Sieger der Herzen und eigentlich der, der uns allen hier über absolut, merkst du, mir fehlen die Worte, bewiesen hat. Absolute Hammerleistung. Ich finde es einfach klasse. Ich freue mich morgen, dass endlich vorbei ist, weil ich habe auf jeden Wettkampf in den letzten Vierteljahr anschließend heimfahren müssen und mich halten müssen. Und ich hatte niemanden, der mit mir ein Bierchen trinken geht. Und morgen ist Bankett und wir holen das alles nach, Schatzi. Wir trinken was, ja. Jetzt deine Eindrücke. Ja, ich habe es immer mal wieder versucht. Ich muss sagen, dass der Sport mich nie losgelassen hat. Vor ein paar Jahren, dann bin ich wieder über den Pierre gestolpert und da muss ich ganz klar sagen, dass das Body Extreme mich wieder zum Sport zurückgebracht hat, wobei ich mich immer für den Sport interessiert habe, immer die Profi-Wettkämpfe, deutsche Meisterschaften angeschaut habe und ja, mein letzter Start, der ist schon eine Weile her. Ja, das sind ganz charmante 24 Jahre und ich muss aber auch sagen, in der Zeit, es hat immer so ein bisschen gekitzelt und ich wusste eigentlich, ich muss nochmal zurückkommen und das war immer das große Ziel. Ich habe es vielleicht nicht immer geglaubt, aber ich musste, weil damals als Junior es ist einiges schief gelaufen und hoch gelobt und Jahrhunderttalent und tief gefallen und erst wird man gehypt und dann ist niemand mehr da und ich wollte es einfach mir nochmal beweisen, dass ich mich einigermaßen in Form bringen kann und dass ich einigermaßen konkurrenzfähig bin. Ja, und dass ich jetzt hier morgen mit den besten Schwergewichten in Deutschland stehen darf, das macht mich unheimlich stolz und ich freue mich auch darauf. Und ja, bin unheimlich vielen Leuten dankbar. Das werde ich aber über die sozialen Kanäle werde ich noch publizieren, im Horst natürlich und dann, wie gesagt, Body Extreme und dann, ob das ein Peter Bär ist, ist ein Ilario Jaguletti, ob das mein Coach ist, der Michel und ohne den würde ich auch nicht hier stehen. Guten Job gemacht. Michel der Gute hat einen guten Job gemacht, ja, also wirklich großartig und total selbstlos und ich habe echt Glück, dass ich Leute in dem Sport habe, die mich unglaublich positiv begleiten. Letzter Oktober waren wir in Bochum und waren im Hotelzimmer und der Horst hat nur gesagt, Digga, da ist was drunter, aber da ist auch so ein bisschen Arbeit, ja, und dann haben wir halt angefangen zu arbeiten und ich habe 30 Kilo weggemacht. Es war, wie man so schön sagt, es war kein Kindergeburtstag. Ich habe die letzten 4 Monate jeden Morgen eine Stunde Cardio gemacht, bis auf 5 Tage. Ich habe nachgezählt. Nebenbei selbstständig, nebenbei die Kinder und so weiter. Es war eine brutale Nummer. Vom Essen ganz zu schweigen. Die meiste Zeit von den letzten 4 Monaten mit 100 Gramm Kohlenhydrate. Wer bei uns im Sport ist, der weiß, was das bedeutet. Aber dieses ganze alte, tote Fleisch, das hätte man einfach nicht anders weggegeben. Ich musste mit der Brechstange ran und musste einfach den Körper zwingen zu funktionieren. Ja, und das hat einigermaßen funktioniert. Ich bin, wie gesagt, unglaublich stolz, hier sein zu dürfen. Und ich werde morgen alles dafür geben, konkurrenzfähig zu sein. Das ist gar keine Frage. Ich weiß, ich bin hier mit dem Messer auf einer Schießerei. Ich bin 44. Aber
die sollen morgen ja nicht denken, dass der alte Mann sich jetzt so nebenbei wegbuddeln lässt. Carsten, 2017 November hat der 48-Jährige das Superschwergewicht gewonnen auf der internationalen Deutschen. Ja, das ist schon klar. Nur du bist ja permanent im Saft, ja. Ich lag permanent im Bratensaft, ja, beim Braten oder was auch immer, ja. Also bei mir war es so, ich habe zwar immer trainiert, aber ich bin halt auch ein Genussmensch. Ich habe auch immer gut und gern gegessen. Und wenn dann ein Kuchen steht und es ist eine Kanne Kaffee und dann ist das halt weg hinterher eine halbe Stunde später. Und ich mag das auch zu leben, aber wie gesagt, ich wollte es einfach mir nochmal beweisen. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, wenn der wieder essen darf. Wenn ich nach Fulda fahre zum Pierre oder zu meinen Eltern und mache Zwischenstopp in Fulda und ich muss allein zum Chinese gehen und keiner isst mit mir Sushi, das macht doch keinen Spaß. Carsten, keiner hat so gelitten wie ich in der letzten Zeit. Ja, ja, du leidest die ganze Zeit schon. Und das Schlimme ist, jetzt darfst du wieder fressen. Und ich will im Herbst die WM wieder mitmachen. Ja, jetzt drehen wir den Spieß wieder um. Ja, wer weiß, man sagt, es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Unsere Beziehung ist zum Scheitern verurteilt. Das ist immer Switch, immer entgegengesetzt. Ja. Aber wer weiß, ob es weitergeht. Ich weiß es selber noch nicht. Es war, wie gesagt, brutal. Die nächste Diät wird natürlich nicht mehr so hart, weil ich ja, wie gesagt, diese... Hier, du Jungspund. 30 Kilo 49 bin ich gewonnen. Ich bin dir 5 Jahre voraus. Und ich würde sagen, ich werde nächstes Jahr 50. Da bist du gerade mal 45. Dann machen wir im Herbst nächstes Jahr zusammen. Dann werden wir nächstes Jahr im Herbst, würde ich doch mal sagen, zusammen nochmal zur WM. Die Heidi guckt schon, die Heidi schimpft. Zur Masters WM. Die Heidi freut sich, die liebt das, im Bett neben uns zu liegen. Oder zwischen uns. Oh, jetzt haben wir wieder viel zu viel verraten. Ja. Weil und der Chris hinter der Kamera, der kommt aus so Gespräche, kommt der Chris hier überhaupt nicht klar. Den Chris nehmen wir dann nächstes Jahr auf die WM als Kameramann mit. Ja. Und der ist auch froh, wenn er mal daheim rauskommt und bei seinen zwei Mädels da mal so ein bisschen Ruhe hat. Und dann machen wir uns noch, vielleicht ist ja sogar die WM, die Masters-WM nächstes Jahr im Herbst irgendwo in einem ganz tollen Land. Dann nehmen wir den Chris als Kameramann mit, weil der Bier hat ja eh keine Zeit. Der Chris kann doch nächstes Jahr im Herbst auch schon starten, oder? Der alte Sack. Hey, siehst du, noch so ein Oldie. So, die Leute haben genug. Dann fliegen wir zusammen zur WM, nehmen die Heidi mit und die Heidi ist gut aufgehoben zwischen uns beiden und dann haben wir auch unseren Spaß, oder? Ja, also wie gesagt, die Vorbereitung war brutal, aber es juckt jetzt natürlich, vielleicht nochmal was auszuprobieren. Ja? Leute, macht euch drauf gefasst, ich werde den Dicken motivieren, dass der sich jetzt wieder zufrisst hier. Wir werden auf Bodystream natürlich weiterhin zeigen, was mit über 40 machbar ist. Wir haben heute einen kleinen kontroversen Schnitt gemacht und auch so ein bisschen die Hintergründe beleuchtet, gerade bei den Superschwergewichtlern. Und ihr habt gesehen, jeder, auch der Carsten ist selbstständig, arbeitet die ganze Woche, selbst die Schwergewichtler. Wir haben gemerkt, da sind Schichtdienste dabei, da war alles dabei, vom Außendienstler bis zum Schichtdienstler, bis zum Mechatroniker und so weiter. Bodybuilding ist zwar das eine, es ist eine richtig geile Meisterschaft, das ist die 60. Aber es besteht nicht nur aus Training, sondern auch aus Organisation und Planung. Nehmt euch den schönsten Sport der Welt, mehr oder weniger als Ziel, und kommt und qualifiziert euch. Und alle Newcomer sind wieder eingeladen zu Body Extreme Revolution. In diesem Sinne, einen schönen Abend, wir sehen uns.